Ebenfalls ein alter Hase im Geschäft, hat Spyro für sein viertes Abenteuer nicht nur den Vertrieb, sondern auch das Entwicklungsteam gewechselt. Dass statt den Insomniacs nun Equinox und Check Six an der Libellenjagd basteln, sieht man den riesigen Welten und ihren teils aus den Vorgängern bekannten Bewohnern aber kaum an. Spyro flattert so putzig umher wie eh und je und darf wie gewohnt neue Drachenattacken und Minispiele ausprobieren.